erste Mal nach Avignon ist. Jesus. Eben, er hat auf dem Militärflugplatz landen. Nein, das ist ziemlich. Er ist in Reusli, wir waren am Boden. Ich dachte, jetzt warten wir noch auf Falco. Nein, hast du nicht mehr an Funk gehört? Oder? Auch bei Montelimar. Aber ich dachte, oh, jetzt ist gut, jetzt hat der Montelimar gefunden. Dann nach 10 Minuten hat der Tower gesagt, er ist Airport in Sight. Oder? Und so. Und dann ist 10 Minuten nicht gehört, dann hat er noch mal aufgerufen. Hat dann hat er gesagt, ja, ja, affirmative, I have the airport in sight, oder? Dann ist wieder 10 Minuten gegangen, dann ist einfach nicht gekommen. Dann haben wir gedacht, das ist entschieden, wir gehen. Sonst merken die noch, dass wir mit dem zu tun haben. Dann haben wir gedacht, wo ist der Falk? Und dann hat dann mal einer gesagt, du schau mal da rauf. Das ist ganz über dem Platz, etwa so gross. Hast du den Chase noch gesehen? Mit Vollgas über den Platz. Und plötzlich hat es gemacht. Ich wusste, jetzt hat er den Flugplatz gesehen. Er hat das Gas rausgerissen und ist abgestochen. Das ist halt schon gut. Nein, das ist gut. Jetzt hat es sich da ein Vista Point, oder? Ja, ja, ja. Das ist einfach geil. Da sind wir ja schon gesehen. Du doch nicht so überrascht, Benni. Ja, weißt du, das sind die zwei Polizisten von der Ost. Jetzt habe ich mich nicht eingestrichen, ich kann schon. So einen hast du, oder? Ja. Zu Leuten gebrüßt du doch eine Flasche Fleckweg. Parkplatz? Nein, das ist ja Lotte. Ja, wei. Oh, da noch. Oh. Du bist gerade links rauf, da hast du den Parkplatz gesehen. Ja, man hat es gesehen. Der andere Magrebiner winkt in der Rücken. Das ist sein Job, oder? El Blue, ich bin da, die Blue. Da ist der Parkplatz. Dann stimmt das Licht schon nicht mehr mit deiner Intention. Definitiv. Und Hermann Hermits hast du doch gehört. Ja. Hermits Hermits. No make today, my love is gone away. Da 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 Der liebe Sieg ist ein Kollege von der Marmalade, den ich kennengelernt habe. Ist das ein Inglitzi? Der ist ein Amerikaner. Mit schneeweißen Haaren und einem Zopf sind wir in San Francisco. Oder? Ja, hat sicher gut verdient, noch mit dem Mitschätzen. Ja. Schnell ab, du Schwuchtel. Aber schnell! Schon reissen wir den Arsch auf. Nimm gescheiter mal den Steinhaufen auf dort oben, Kopf und Deckel. Ist schon lang dran. Oh, ein Tonne! Nein, das war folgendermassen. Seit
der Müller überhaupt keine Note, hat gar nicht gewusst, um was es geht. Oder? Hockt als Klavier der Müller, was sie sagen, nicht blöd, schaut die Noten an und sagt, das ist alles falsch arrangiert und spielt irgendwelche Töne. Und dann sagt sie, nein, nein, das muss tönen, da. Und dann habe ich gemerkt, was für ein Stück das ist. Das müssen wir ein bisschen umarrangieren. Oder? Dann hat er gespielt, dann hat es Freude gehabt. Dann sind doch immer Kühlen runtergefallen. Ja! Der eifersüchtige Mann ist doch immer. Nein, wir haben irgendwie ein Stück gespielt und hat immer das Timing gehabt, wie sie hat jongliert. Und dann sind sie immer Kühlen runtergefallen, dann hat es doch nicht mehr gestummen, oder? Ja, weißt du, für ein Scheiss. Ja, exakt. Wir sind in Pontresina gekommen und vorher waren wir in Davos und noch Schnee und dies. Und dann kommen wir auf das Kona schön im Frühling. Im März oder so. Das war geil. Wirklich schön. Da geht es auf den Mont Blanc. Du? Ich bin jetzt im Mont. Davos 6 Wochen, oder? Von Mitte Dezember. Das ist ganz ein schlimmer Job. Du bist auf dem Berg da. Da steht, was Bulle in den Freiflug gemacht hat. Das, das ist genau. Der Esso. Die Präventorin von Füssen. Ja, der bekannte Ausspruch von einem bekannten Organist, schon wieder Kröte. Wow. Dann hat das Bulli den Alleinflug gemacht, durch den Speissaal. Dann ist es am Boden geflatscht, gerade vor den Füßen von dem direkten Flüeler. Ja. Dann haben wir gesagt, pass auf, die gerade ausgerufen und irgendwie den Müller so drecksrascheln. Dann haben wir gesagt, das ist der Direktor, Robert. Bitte vorsichtig. Ist mir gleich eine Sklaverei. Ja, so, den anderen hast du nicht mehr heben können. Nein, das ist sauer. Weißt du, wenn es 10 Tage hinterher immer so ein halbes Brötchen zu Bulle steht. Ja, 1000 Laternen, das ist ja gleich. Ja, oder? Gut und Geld gibt es viel auf der Welt. Aber dich. Schicke ich mal auf den Strich. Ja, das findet ihr wieder. Schon der Gedanke, dass ich dich einmal verlieren könnte. Dass ich ein anderer Mann einmal sein eigen nenne. Weil du für mich die Erfüllung bist, bla bla bla. Da wäre Welt für dich ohne mich. Das haben wir nie gespielt. Es ist noch frei. Ja, genau. Also was ich merke, die Kalleg ist ein bisschen länger, bis ich etwas checken, weißt du, wo es durchgeht oder so. Da gehen wir überfrieren. Ja, das ist schon so. Im Frühgang ist das Problem weniger, weil du hast immer mehr Zeit aus dem Auto fahren. Weißt du, hast nie so eine Situation, du kommst schnell her, du musst links oder rechts. Ja. Das gibt es nicht, oder? Schau mal an. Nehmt doch Platz, fein. Okay. Ah. Oh, schon öfter. Ich denke, das hat es wirklich zu. Nein, sie kommt im Spray. Nimm sie! Taschen! Passen, ja. Hallen, hallen! Die wahnsinnigen Autofahrer und Föttern. Ja, nein. Sie sind ja multitaskingfähig, oder? Das kommt nicht gut. Ohne das ist der Polka. Sehr gut!
Scheiße. Nicht mehr. Hast du gesagt? Nein, du hast Krüppel, hast gesagt, es gibt. Wir sind doch alles dumme alte Schwuchteln. War ich jetzt sogar eine Magrebschlampe aufreißen? Ja, nicht ein. Schau jetzt, da ist der Bruch. Du jetzt den Steinhaufen fotografieren, Tommy. Wenn wir schon da sind. Ja. Die sind auch weich, dass sie noch eine halbe Brücke gemacht haben. Und Bridge. Kein Geld mehr von lauter Mauern. Ja. Aber eine Stadtmauer von 4 Metern dick. Wie das haben sie wieder geholt. Das haben sie wieder geholt. Der goldige Goldig Freddy auf der Zinne. Ja. Ja, ja, klar. Eine halbe Brücke. Also ehrlich. Für was zahlen wir denn Steuern? Können wir das noch an? Ja, wirklich. Ja. Kannst du nicht mal brauchen als Sprungschanze? Das ist sie jetzt. Erst noch gratis. Blöd. Ich verstehe die geschichtlichen Zusammenhänge eben nicht. Ja, danke. Weißt du überhaupt, was du siehst mit dieser Brücke? Ein ruhiger Platz zum Wichsen. Da hat sie eine halbe Brücke gemacht. Oh! Gehen wir heute Abend drauf? Am Arsch ist finster. Aber deutsche Kreuzfahrt-Tradition. Der Kapitän spricht Deutsch. Der Kapitän spricht Deutsch. Na, wo geht's? Na, wo geht's noch hier zum Spaß? Jetzt gibt's keinen Fall für ihn. Pick up your Telefon. Ring, ring. Pick up your Telefon. Sturz. Keks. On Route 66. Well done, doesn't Louis, Joplin, Missouri, Oklahoma City looks mighty and pretty, you see. Amarillo, Gallup, New Mexico, Flagstaff, Arizona, don't forget Winona, Kingman, Boston, San Bernardino, you see.